Da ist das Seil, das noch nicht fertig ist. Jetzt steck's rein. Yes! Yeah! Yeah! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded im September-Oktober-Update. Im Oktober mit dem September-Update. So muss man es eigentlich sagen. Und ja, wir haben jetzt beim letzten Mal es tatsächlich geschafft. Wir haben den Bauplan freigeschaltet für die Seilrutsche. Seilrutschen-Ankerpunkt. Geil. Wenn ihr es nicht gesehen habt, rechts oben in der Ecke ist immer die komplette Playlist verlinkt, wenn ihr irgendwas verpasst habt. Und ich würde sagen, wir nehmen gleich auch mal Material mit. Denn jetzt können wir ja mit diesem Seilrutschenpunkt Seilrutschen bauen. Wer hätte es gedacht? Und wir können vor allem die von jedem Punkt aus verbinden. Das heißt, wir können, wenn auf der anderen Seite ein Ankerpunkt ist, können wir uns daran andengeln sozusagen. Und das ist ja bei der Vogeltränke zum Beispiel der Fall, wo wir ja vorher nicht hinkamen. Weil da ist zwar so ein Rutschenpunkt, aber da ist kein Seil gewesen. Und damit können wir jetzt ein Seil machen. Das heißt, wir brauchen Lehm, also Ton, Spinnenseide und die Unkrautstängel. Die Stängel haben wir beim letzten Mal schon mitgenommen. Ich nehme mal das mit. Moment, war das jetzt Ton oder war das Würstchen? Das ist Ton. Ich verwechsel immer Ton und Würstchen. Wer kennt das nicht? Man will Fleisch essen und drückt sich Ton rein. Das ist Ton, genau. So, oben haben wir schon, ihr hört es schon, das ist keine Mühle, die da läuft, das ist unser Spinnrad. Da haben wir hier schon mal so ein bisschen, ich nehme mal sicherheitshalber ein bisschen mehr Spinnenseide mit. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob eins wirklich ausreicht. Wir nehmen mal zwei mit, doppelt so viel, wie eigentlich angezeigt sind. Weil es kann ja sein, je länger die Leine ist, dass man dann umso mehr Seide vielleicht auch braucht, man weiß es nicht. Und ich nehme die Ameisenrüstung mit. Denn wir brauchen ja 6 Stängel und standardmäßig kann ich ja nur 5 tragen. Und das ist zu wenig und deswegen ziehe ich mir die Ameisenrüstung an, dann kann ich mehr tragen. Genau. So. Und dann nehmen wir mal 6 Dinger mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und bewegen mal unseren süßen kleinen Anus. Das war das Ding. Das Trampolin. Das war wieder ein Jumpscare. Wir wägen den süßen kleinen Anus da hinten hin und bauen dann mal oben auf dem Ast diesen Ankerpunkt, würde ich sagen, in der Hecke. Den Ankerpunkt auf dem Ast in der Hecke, um zum Vogelbla-Bla-Bla-Plateau zu kommen. Oh, Moment, da fällt mir noch was ein. Wir brauchen natürlich auch noch die Twigs. Wir brauchen ja noch das Baumaterial für den Marker. Sonst fehlt am Ende wieder was. Kann ich eigentlich gleichzeitig hacken und... Nee, geht nicht. Ach, hier sind ja ganz viele Federn. Genau, wir brauchen das. Da müssen wir ja dann wieder die Dings draus machen. Und hier, wir brauchen Kleeblattblätter. 2 Stück. Für den Dings. Ich leg das mal hier ab. Hoffentlich verschwindet das jetzt nicht. Hier, das brauchen wir doch auch noch. Aua. Ist mir auf den Kopf gefallen. Ah, was? Hochgeschnipst. Hab ich's jetzt? Ja. Das nehmen wir alles wieder auf. Genau. Wir wollen ja hier nichts vergessen. Am Ende fehlt mir wieder das ganze Zeug. Wir machen, muss ich wieder zurücklaufen. Wir nehmen jetzt diesmal alles mit. Weil die Quest ist ja ein Marker bauen am Vogelbartplateau. Und das geht ja nur, wenn wir das Zeug dabei haben. Nicht wahr? Jetzt muss ich mal gucken. Da hinten müssen wir hin. Da ist die Büroklammer. Da können wir hoch. Bin gespannt. Kann das einer klippen? Was, die Jumpscares? Jumpscare-Clip. Ich weiß, hier steht drauf, wenn ich mich erschrecke. Ihr findet das total stimulierend. Freut euch da immer. So, jetzt. Da. Da. Hier lang. Dann. Hier lang. Die Frage ist, komme ich jetzt überhaupt mit diesem Zeug, was ich jetzt hier gerade mit mir rumtrage, komme ich jetzt überhaupt an die Stelle, wo die Seilrutsche ist? Weil ich muss ja, glaube ich, noch mindestens eine Seilrutsche auch selber benutzen, um da hinzukommen. Aber wenn ich eine Seilrutsche benutze, kann ich doch das Zeug hier nicht tragen, oder doch?
Oder geht das? Kann ich das trotzdem mittransportieren? Gibt ja nur eine Möglichkeit, das jetzt zu probieren, ne? Anders komme ich halt da nicht rüber. Ich könnte natürlich versuchen, über die Blätter zu hüpfen und dann da unten anzukommen. Vielleicht. Ich probier's mal aus. LOL! Bitte was? Ja, ist klar, ne? Mit seinen Jedi-Kräften hält er sich da jetzt fest, oder was? Ich glaube, das ist animationstechnisch nicht ganz so korrekt, was da gerade passiert ist. Aber egal. So, da hinten ist er. Da ist der Andengelpunkt. Vorsicht jetzt, nicht runterfallen. Das wäre jetzt mega ärgerlich. Hier ist der Dengelpunkt. So. Ja, oh, da geht's, ja. Aber warte mal, in welche Richtung? Ich dreh's mal so rum. Jetzt geht's irgendwie wieder nicht. Ich hatte es doch hier gerade. Da. Hier. Ja. Nein. Jetzt. Yes. Seilrutsche verbinden. Verbindung blockiert. Aha. Warte mal. Irgendwie. Ich verstehe es gerade nicht. Moment. Ja und ah ja. Genau. Ist es jetzt... Ja! Halten, bauen. Nein! Mir fehlt einmal Seide. Okay, je länger das Seil ist, desto mehr Seide braucht man. Alles klar, ist ja logisch irgendwo. Aber wir haben das schon mal gar nicht so schlecht hingekriegt. Ups. Und da ist direkt der Vogel. Verdammt! Gut, dann runter. Wir haben ja hier den Gleitschirm, genau. Dann hole ich mir schnell noch Seide, da ist ja im Spinnenrad, ist ja gerade was drin. Dadurch, dass wir jetzt ja keine Unschärfe mehr am Start haben, die habe ich über die Spieldateien ausgeschaltet. Wie ich das gemacht habe, habe ich in der letzten oder vorletzten Folge am Anfang erklärt. Für alle, die sich fragen, wie das geht. Ist nicht so schwer, aber auch nicht so leicht. Wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht schwer. Wenn man keine Ahnung von Spieldateien und von Windows-Dateien hat, dann ist es schwierig. Dann wäre es jetzt an der Zeit, dass... mal zu lernen, tatsächlich. Genau. Auf jeden Fall haben wir das jetzt hier mal ausgemacht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig nach wie vor. Das ist, als wenn man eine neue Brille auf hat, die plötzlich die korrekte Sehstärke aufweist. Gib mir das. Nice. Haben wir jetzt eigentlich alles für einen Marker? Warte mal. Ich will nochmal schnell schauen. Nicht, dass das jetzt wirklich noch... Ja, wir haben alles. Sehr gut. Okay. Okay, okay, okay. Ein Kleeblatt hätte auch gereicht. Nice, nice. Sehr schön. Na, dann können wir ja jetzt eigentlich überall, wo es halt sinnvoll ist, so eine Seilrutsche bauen. Nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Vogel auf mich reagiert, ey, wenn ich jetzt da oben gleich bin. Hoffentlich ist er noch eine Weile da. So lange, bis ich jetzt hier wieder zurückgelaufen bin. Ah, das wäre jetzt natürlich perfektes Timing gewesen, ne? Ich mach das Ding fertig und dann ist der Vogel direkt auf der anderen Seite. Und da wäre ich direkt gefressen. Das wäre so geiles Timing gewesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Mal gucken, mal gucken. Ist aber schon echt gut zu wissen, dass man auch sich an die vorhandenen... ja, Seilrutschenpunkte andengeln kann, um quasi neue Gebiete zu erreichen, die man vorher nicht erreicht hat. Es gab ja zum Beispiel auch auf dem einen Farbeimer gab es so eine Seilrutsche auf jeden Fall. Kann ich mich erinnern. Die war auch nicht verbunden. Und ich meine auch in der Heckenbase, da gab es auch, glaube ich, eine Stelle, da gab es auch eine Seilrutsche, die nicht verbunden war. Es könnte sein, dass da vielleicht noch so was ist, was man da vielleicht auch dann finden kann, ne? Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Kann ja alles sein, weiß man ja nicht genau, wenn man es nicht probiert hat. So, hoffentlich ist der Vogel noch eine Weile da. Hoffentlich habe ich den Vogel noch eine Weile. Schnell, schnell, schnell. Schnell zum Vogel. Noch ist er da. Schnell. Da sitzt er da hinten. Lauf. Lauf. Da ist das Seil, das noch nicht fertig ist. Jetzt steck's rein.
Yes! Yeah! Auf zur Vogeltränke! So kommt man da jetzt also hin. Ups, was willst du? Geh mal weg. Nein, der Vogel ist weggeflogen. Warum? Ich war doch kurz davor. Hä? Pong bada bang bada bongo, Kongo bongo. Das sind die Bongos, die haben ihn vertrieben. Warum fängt denn da auch plötzlich einer an, mit den Bongos zu spielen? Das kann ja alles nicht wahr sein hier. So, gab's hier jetzt Raw Science eigentlich irgendwo? Anscheinend ja. Das Symbol ist am Start. Warte mal, müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Hier kommt man doch bestimmt über das Blatt hier, kommt man doch bestimmt nach oben. Da gibt es doch bestimmt... Ah, hier ist der Marker. Den machen wir mal erstmal. Dann kriegen wir nämlich Raw Science. Yes! 200! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nice. Und hier oben ist auch nochmal Raw Science. Also 300 insgesamt. Dann können wir ja mal gerade die Dinger hier... Ach, guck mal hier. Noch ein Hatchberry Farbschema bekommen hier. Nicht schlecht. Und war es das jetzt, was es hier gibt? Ich will mal hier auf den Ast noch. Mal gucken, ob es da noch irgendwo hingeht. In der Hecke waren ja, glaube ich, auch noch so zwei, drei Sachen, die man nicht so gut erreichen konnte. Mal schauen. Hier hinten könnte ja auch was sein an sich. Ja, da nicht. Vielleicht hier oben noch. Da ist eine Feder auf jeden Fall. Ja, vielleicht, ich gehe erstmal hier gucken an den Spitzen von den Ästen. Nee, aber da sind ganz viele Bären. Gut, die kriegen wir auch von unten. Die können wir ja abschießen, dann fallen die ja runter. Da ist ein Ast, aber da kommt man von der Base aus hin. Da kommt man nicht von hier. Jetzt könnte man natürlich hier wieder eine Seilrutsche aufbauen, um dann von hier nach da drüben zu kommen, ne? Ich habe jetzt das Material nicht dabei für eine weitere Seilrutsche, aber prinzipiell möglich wäre es. Ja, nimm es. Nein, ist es jetzt runter? Ah, nee, ich hab's. Krähenfederstück, sehr gut. Oh mein Gott, kann man eigentlich... Nee, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht kann man ja die Stöcker vom der Hecke benutzen zum Bauen, aber es geht leider nicht. Braucht man nicht für irgendeine Rüstung die Bären, echt? Weiß ich gar nicht. Warte. Müsste doch das. Muss doch eigentlich hier stehen, oder nicht? Moment. Ausrüstung. Für die Spinnenrüstung braucht man Bären und Seile. Aber die Spinnenrüstung soll nicht so gut sein wie die Marienkäferrüstung. Die würde mich halt schneller machen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Vielleicht kann ich da noch schneller zuschlagen. Erhöht die Ausdauereffizienz. Ausdauereffizienz. Das ist so die Frage. Lohnt sich das? Also ich weiß nicht, ob es noch eine Extra-Rüstung nur für diese Bärenteile gibt, für das Bärenleder. Da, es gab ja bei Burglar noch einen Forschungsunterpunkt, wo stand irgendwie... was war das? Besondere Rüstungsteile oder sowas. Aber das war auch recht teuer. Das hat auch irgendwie 5000 oder so gekostet. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, naja, ist halt so die Frage, ob wir das halt machen wollen. Gibt's eventuell keinen Schaden, wenn du ins Wasser springst? So weit kann ich hier, glaube ich, nicht runterspringen. Oh, da sind zwei Federn da unten. Warte mal. Wie lange hält denn mein Gleiter noch? Ich glaube, dann nehmen wir mal lieber den frischen und schmeißen den hier mal weg. Sehr gut. Haha! Ja, ist schon irgendwie was Besonderes mit der neuen Weitsicht, ne? Man kann ein bisschen mehr diesen Weitsichtdurchblick. So, da jetzt auch ein neuer Tag ist, können wir ja wieder Quests von Burglar bekommen. Sollten wir auch noch mal machen. Gib mir das. Nein. Schlag. Schlag. Sauber. Drei Krähenfedern. Nice.
Dann wurde noch gesagt, ich soll mal noch mal gucken bei dem Kleeblatt, das in dem Unterwasserbereich da hinten ist. Da soll ich noch mal gucken, da soll es auch noch mal Raw Science geben. Das soll mir auch noch mal, soll auch noch mal neu gespawnt sein irgendwie. Ich glaube, wir holen uns erstmal die Quest. Ist es eine, ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Bär. Ein Bär an einem Löwenzahnsamen. So. Jetzt erstmal Zeug weglegen, würde ich sagen. Dinge einsortieren. Hier, das kommt wieder hier hin. Die Krähenfedern kommen mal hier hin. Das komische Zeug kommt hier hin. Ich würde doch gerne mal die Spinnenrüstung bauen jetzt eigentlich so. Weil wir haben das Zeug ja eigentlich, was wir dafür brauchen. Wir haben so viele Spinnenteile jetzt gesammelt. Jetzt wird's mal... Muss noch mal schnell gucken, was brauche ich dafür nochmal? Spinnenbrocken, Eier, Seide, natürlich ganz viel. Vielleicht vorher doch nochmal oben am Spinnenrad nochmal was durchlaufen lassen. Ja, lass mal das mal noch durchlaufen. Wir machen das dann, wenn wir wiederkommen, würde ich sagen. Also müsste es ja oben eigentlich fertig sein, die Seide. Sehr nice. Ja! Nicht schon wieder! Das ist schon wieder ein Jumpscare. Ey! Ich werde mich so reißen. Immer jetzt an dem blöden Ding. Ich werde da nicht drauf klarkommen, ey, ohne Witz. Ich werde mich immer bei diesem Trampolin erschrecken. Schrecklich. Oben in der Aussichtsplattform ist auch noch seins. In welcher Aussichtsplattform? Was ist damit gemeint? Wo? Welche Aussichtsplattform? Wo? Ich überlege gerade, welche könnte da gemeint sein. Was ist denn eine Aussichtsplattform? Du meinst jetzt aber nicht die Lampen da oben, oder? Da waren wir, glaube ich, schon. Die haben wir schon geholt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich weiß es nicht genau. Ach so, doch die... Ja, nee, die haben wir schon, glaube ich, oder? Hatten wir die nicht schon? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es jetzt leider nicht genau. Und hier gab es doch noch einen anderen Zugang von der anderen Seite bei der Höhle hier. Lauf! Lass dich nicht anspucken hier jetzt. Quatsch. Lol. Bang, bada, bang, bada, banga. Oben auf den Pollern. Die Holzpoller oder bei den Spinnen oder wie? Ameisenbau haben wir schon. Haben wir gerade eben, also in der letzten Folge quasi, haben wir das geholt. Ja, die Ameise haben ein paar Probleme da oben. Sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, wo der Wolfsspinnenbau ist. Von dem angeblich gesagt wurde, dass es dort Wolfsspinneneier mit Wolfsspinnenbabys irgendwie gibt. Haben wir noch nicht rausgekriegt. Wo du gedacht hast, die Tür geht nicht mehr auf. Neben dem Vogelbad. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich glaube, das hatten wir schon. Das haben wir, glaube ich, schon aufgesammelt alles. Das ist alles schon weg. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Bis ich da jetzt hingegangen bin, nehme ich jetzt lieber erstmal noch hier die Quests an. Hätte man natürlich gleich da gucken können, ne, eigentlich. Wenn wir jetzt schon mal da waren. Egal. Vergessen. Ah, hier, warte mal, hier gibt's irgendwo Raw Science. Ist das hier wieder... Warte mal. Muss mal gucken, ob das jetzt hier wieder am Start ist. Ne, das wäre ja dann... Oder? Das wäre dann eigentlich hier in der Ecke gewesen. Gab es hier unten noch welches? Da müssen wir noch mal gucken gleich. Jetzt hole ich mir erstmal die Quest. Kleebeinschienen, okay. Spinnenhaube. Ah, das passt ja. Nice. Das wollten wir doch eh gerade machen. Geil. Geil. Ich wusste, dass es eine gute Idee ist, vorher noch die Quests anzunehmen. So, ich habe ja die Ameisenrüstung noch an. Da können wir ja mal hier unten einfach mal schnell gucken.
Guck mal hier. Was hier ist. Nice. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch was. Nur blöd, dass es hier unten immer so dunkel ist. Sieht man immer so schlecht. Das sind Ameisen, keine Sorge. Ich jump mal hier runter. Die Fackel hält halt nicht mehr so lange, deswegen muss ich ein bisschen gucken hier. Das ist der verlassene Ameisenhaufen hier. Geht's hier schon raus hier hinten? Ach nee, stimmt, hier war dieser Vorhof. Na, aber hier gab's, glaube ich, nichts mehr. Das war nur dieser eine da, das eine, was da im Wasser ist. Da, wo du die Treppe gebaut hattest, dann... Und dann an die RS nicht mehr... Hä, aber habe ich doch beim letzten Mal schon gesammelt, oder nicht? Also beim vorletzten Mal habe ich das sogar schon gemacht, glaube ich. So, na gut, zurück zur Base. Und Ausrüstung machen. Spinnenzeug. Oh, nicht hier lang. Falsche Richtung. Ganz falsche Richtung. Wie macht man das, dass die Häuser in der Ferne so gut sieht wie bei dir? Also ich saß jetzt nochmal in die Spieldateien gehen unter AppData, Local, also dein Name, ne? Halt C, AppData, Local. Dann Main, also M-A-I-N-E. Unter Save, Config, Windows No Editor und dann Game User Settings INI und in der Game User Settings INI der Eintrag irgendwas mit Post Processing gleich 3 und der muss umgestellt werden von 3 auf 0, dann das Dokument speichern und dann sollte das so aussehen wie hier. Warst du schon mal im großen Teich? Naja, geschwommen schon, ja, aber da kann man ja nicht so tief tauchen, weil die Luft ja nicht so lange reicht. Man erstickt ja relativ schnell. Oder gibt's da einen Trick? Es gibt ja sowas wie Eisenlunge als... bei Burglar als Skill oder so. Also kann man sich irgendwie kaufen, keine Ahnung. Spinnenbeinschoner noch nicht machen. Erst schauen, ob Burglar dafür dir RW geben würde. Das stimmt wohl, ja. Habe ich jetzt auch schon so überlegt, dass wir erstmal nur die Haube und die Brust machen. Erst die Brust und dann die Keule. Boah, jetzt krieg ich Hunger. Verdammt. Ja, man muss immer ein bisschen gucken. Manchmal hat der Burglar halt dann direkt diese Aufgaben. Mit dem Craften. Dann macht man das dann nicht doppelt. Gut, dann schauen wir mal. Für den Kopf brauche ich 2 Fangzähne, 3x Körper und das Leder. Okay, wir müssen erstmal Spinnenleder herstellen. Nicht Spinnenleder. Bärenleder, meine ich. Okay, das reicht nicht. Da brauchen wir mehr Bären. Nein! Haha! Diese Scheiße! Ja, wahnsinnig. Dieses Trampolin habe ich auch genau richtig aufgebaut, ey. Ich muss das unbedingt woanders hinstellen. Jetzt wäre ich hier nicht mehr... Jetzt komme ich hier nicht mehr klar, ja. Da ist der Vogel. Der eiert aber ganz schön rum beim Fliegen. Spinne, hau ab. Geh weg. Geh woanders hin. Dankeschön. Ich würde das gerne, ohne dass ich einen Pfeil investieren muss. Warte mal. Geh mal raus nochmal hier. Dankeschön. Hier sind ja genug Bären oben. Warte mal. Machen wir es jetzt doch mit Pfeil und Bogen hier. Ich kann schon wieder nicht schießen. Jetzt hatte ich doch aber volle Stamina gerade. Ich check das nicht. Es hieß ja ursprünglich, ich kann nicht. Hier jetzt auch wieder nicht. Jetzt geht's wieder.
Ich hatte volle Stamina. Ich konnte trotzdem nicht schießen. Ach, guck mal, die Bären matschen ja jetzt so zusammen, wenn sie runterfallen. Das ist ja geil. Da kommt jetzt mehr raus. Aber jetzt, warte mal. Ist jetzt nicht mehr so einfach wie vorher hier mit den Bären. Jetzt zermatschen die und fallen runter. Guckt mal hier. Das ist neu. Das war vorher nicht so. Wie viel habe ich jetzt? 8. Da. Reicht hoffentlich. Ich muss mal Wievel essen. Nicht schlecht. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Nicht wahr? Kann ja Fackel ausmachen jetzt. Die fortschrittliche Fackel wäre vielleicht auch noch ganz geil. Es wäre irgendwie mal ganz geil, eine Fackel zu haben, die länger hält. Wievel! Na, ich töte dich jetzt nicht. Ja, toll. Okay, die Ameise wird nicht hochkatapultiert. Interessant. So, Bärenleder. Sehr nice. War hier jetzt vielleicht noch irgendwo ein Stück? Nee. Dann packen wir das mal rein. Nehmen wir die Zähne raus. Und das Zeug nehmen wir rein. Genau, nimm das mal alles. Campeln die sich gerade vor meinem Haus? Also, jetzt saht hier. Also, wir brauchen den Helm. Hä? Ach so, der Spinnenkörper fehlt auch noch. Das ist das Teil hier. Na toll, warte mal, ich leg mal die Gasmaske weg. Das zeige ich wieder nicht genug Platz für den ganzen Stuff. Spinnenhaube. Was war es jetzt, was wir machen müssen? Spinnenhaube, Spinnen... Schulterpanzer. Okay. Haube. Und für einen Schulterpanzer jetzt wieder nicht genug. Ah, da fehlt jetzt wieder Bärenleder. Ich raste aus. Ich lege die Haube jetzt aber mal weg. Da müssen wir mal schnell jetzt noch die Bären holen hier. Aber ich schlafe vorher noch mal. Ich lege mich vorher noch mal ins Bett. Im Dunkeln müssen wir das jetzt ja nicht machen. Sehr gut. So, jetzt holen wir uns noch Bären. Ah! Mann, ich wollte doch noch schnell... Nein, ich wollte doch noch schnell... Nein! Nein! Trinken wollte ich doch noch schnell. Ah! Gott verflucht, noch eins. Ich glaube, ich reiß dieses Trampolin echt ab und baue das woanders hin. Das ist ja irritierend hoch 1000. Am besten, ich verstecke die immer mal so im Unterholz, so da, wo sie nicht auffallen. Und immer wenn ich dann drüber laufe, werde ich hochkatapultiert und krieg's vorher nicht mit, dass da ein Trampolin ist. So, Bären. Die Bärenmission. Das da, das da, das da, das. Das sind Bären, jawoll. Ich finde das geil, dass die so plattmatschen jetzt, wenn die runterfallen. Das war ja vorher nicht so. Jetzt sind sie richtig so schön zusammengematscht. Und da quillt das auch so richtig schön raus. Was zur Hölle war das? Warum waren da gerade so ein Wasserausschüttgeräusch irgendwie? Das wäre ja merkwürdig. Sollte das der Sound der zermatschenden Beere sein? Ein bisschen spät gewesen, ne? Nice. Mal gucken. Es scheint ja der Sound zu sein, wa? Oder, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Gut, dann machen wir mal jetzt daraus noch Leder. Und dann bauen wir uns hier die letzte... Das letzte. Das allerletzte. Materialien, Bärenleder. Hatte ich nicht hier gerade eben noch? Genau. Dann machen wir gleich nochmal Leder, würde ich sagen. Sauber. So, jetzt... Diese... Schulterpanzer. Bam! 600 Research Points haben wir dafür gekriegt für die Aktion.
Insgesamt. Sauber, sauber. Da sind wir auch endlich mal hier die ganzen Spinnenteile mal ein bisschen losgeworden. So, dann packst das mal rein. Und die Hose, die machen wir jetzt mal noch nicht. Die Spinnenslipper. Ich speichere mal. Weil, da kriegen wir ja vielleicht nochmal eine Quest dafür. Genau, Kleebeinschienen. Jetzt muss ich da mal gucken. Das sind die hier. Das sind die Standarddinger. Na gut, okay, dann machen wir die noch. Kleeblätter, das haben wir doch alles hier, oder? Das müsste hier eigentlich alles irgendwie am Start sein. Was war das jetzt? Kleeblatt, das und... Ach so, die Twigs, okay. Herstellen, Materialien, geflochtene Faser. Und dann braucht man noch zwei davon. Und dann machen wir das. 100 Raw Science. Das waren ja dann jetzt insgesamt 700 Punkte. Nicht schlecht. Ja, toll. Das schmeiße ich jetzt, glaube ich, weg, oder? Das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Aber ich pack's hier rein. Wir haben alle Quests abgeschlossen. Also erstmal die wir jetzt hatten. Ich speichere nochmal. Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt an Raw Science? 1330. Na gut, das ist jetzt nicht so viel. Ah, Mann! Das ist jetzt nicht so viel, aber es ist auch nicht so wenig. Ich brauche mal wieder ein Weevil für meinen Drying Rack. Warte mal, Weevil? Oh, wieder, oh. Rüsselkäferfleisch. Ich brauche dich, Weevil. Ich brauche dich, um meine Ernährung zu sichern. Randa. Neues. Weevil? Mein Fleisch. Ah, ich hab's euch weggenommen. Jetzt holen sie sich das von meinem Drying Rack. Das wäre so lustig. Randa, genau. So, ich wurde ja gefragt, ob ich schon am... Oder ob ich schon in dem großen See war. Ja, da war ich schon. Ich weiß aber nicht mehr, ob da Raw Science drin war. Ich glaube nicht. Falls ihr das wisst, könnt ihr das natürlich gerne schreiben. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Das wäre ein Clip. Ja. So, jetzt erstmal. Ich gehe jetzt erstmal zum Teich. Wir können ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja da wirklich irgendwas da unten. Und ich hatte doch auch hier diesen. Das hier. Was als echter Bücherwurm kannst du keinem Text widerstehen. Und sei es die Inhaltsangabe auf einer Saftpackung. Okay. Ne, hier gab es doch irgendwo diesen Lungenskill. Ist halt die Frage: Gibt es eine Mutation? Ja, die dafür sorgt, dass man länger tauchen kann. Weil dann könnte man doch eigentlich mal versuchen, den Teich mal noch ein bisschen zu halten. Weil da lag ja auch ein Frisbee unten. Es gibt einen Trank für länger tauchen. Okay. Das wäre natürlich auch nützlich, ne? Weil hier soll es auch irgendwie noch eine Höhle geben, hier unten. Wo man aber ohne Hilfsmittel nicht hinkommt, weil das zu weit unten ist. Jetzt können wir das hier unten ja auch alles scharf sehen. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Jetzt ist es ja nicht mehr unscharf alles. Ob es irgendwann noch mal Taucherausrüstung zum Craften gibt, wäre schon nice. Ja, bestimmt. Also es soll ja auch irgendwann hier Karpfen geben in dem Teich. Also gehe ich mal von aus, wird es hier dann auch irgendwas geben, was man sich dann hier holen werden muss. Insofern, ja, wird man auch irgendwie eine Möglichkeit brauchen, um unter Wasser zu bleiben. Die Frage ist dann immer, wie sieht das dann genau aus? Also, was für eine Art Taucherausrüstung? Wie macht man die sich dann? Aus welchen Teilen? Bestimmt wieder Rüssel. Hier, Weevil-Rüssel garantiert wieder. Aber ich sehe hier keine Raw Science. Muss ich jetzt so sagen. Also, scheint nicht so
Momentan zumindest. Noch nicht so lohnenswert. Was ist das da eigentlich auf diesem Ballon? Das sieht aus wie irgendeine Figur. Ich kann es nicht richtig erkennen. Sieht ein bisschen aus wie eine Kuh, die läuft oder so. Ja, der Teich ist noch mehr oder weniger totes Gelände. Das ist natürlich richtig, ja. Da ist noch nicht wirklich was drin. Aber es gibt ja noch so diesen einen See, der da so hinten ist. Da so, wo der Vogel gerade ist, aber noch weiter da in die Richtung zum Gift hin halt. Neben dem Picknicktisch. Da müssen wir auch nochmal schauen. Vielleicht gibt es da auch noch Raw Science. Und hier ist Spinnenland. Hier müssen wir aufpassen. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.